Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Persona 4 Golden. Ich bin es, euer Dämmchen Mafix. Wir haben beim letzten Mal uns über diesen blöden Fuchs umgeärgert und irgendwelche Personen, die sagen, oh, ich kann nicht reden, bla 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 bla. Ignorieren wir das, gehen wir wieder frisch gestärkt an neue Aufgaben und kümmern uns wieder um S-Links. Nicht um guten Teddy, obwohl der ist auch super drauf, sondern ich würde sagen, heute geht's mal wieder an die Marie ran. Oder Riese, ja, schauen wir mal, Marie Riese. Ach, nehmen wir, entscheiden wir uns einfach mal für die gute Marie. Mit der hat man schon lange kein Event mehr. Und reden wir mit ihr, oder? So, oh, you're here. Marissa Lost Spirit. Und you will depend me, weil ich kann nicht lesen. Super. Hey. How stupid. Nope. Fine. Die Marie wendet sich hier ganz von ihren Erinnerungen ab. Ziemlich traurig eigentlich, weil ich dachte, zumindest ein bisschen, na okay, viel näher sind wir jetzt ihren wahren Geheimnis immer noch nicht gekommen, aber es ist trotzdem traurig, wenn sie jetzt hier einfach so nachgibt. Ich würde sagen, wir schauen heute mal, wie es dem guten Dojima geht. Jetzt links hin. Hey. Dragonel, what's wrong, board? Und, das sieht einfach sympathisch, wenn es nicht so wie dieser blöde Fuchs. Das ist ein cooler Ace-Link, denn den bringen wir jetzt auch aufs Maximum. You know, I just looked outside. Let's take a walk in a bit. There's somewhere I want to go with you and Nanako. Oh, and here, have this. It's the same kind that Nanako and I use. This is your personal mug. Write your name on it later. What are you talking about? You'll have to write your name or you forget whose it is. Both Nanako's and mine have our names on the bottom. We're family. So I'll fill yours and Nanako's mugs anytime. Don't forget that. Ready, Dad? Yeah, let's go. Let's go, big bro. At night. But it's fun with you and Big Bro. Don't fall in. Why'd we come here? Well, you've been saying all the time how you wanted to come here, right? Let's come again on a nicer day. We can have a picnic. Yeah! Yay!
closer to the river? The fish might be sleeping. All right, all right. Watch your step, okay? Okay. That look on her face. I haven't seen it in a long time. I'm gonna keep up my search for the criminal who ran over Chisato. This time, it's not to escape from anything. I'm just doing it because I'm a detective. Seems I forgot something as basic as that. You made me remember what's important to me. I owe you for that. This town is my town. It's the place where you and Nanako live. That's why I'm gonna live on, protecting this place. As a detective, as a father. Thou art I and I am thou, thou hast established a genial bond. This genial bond shall be your eyes to see the truth. We bestow upon the ability to create Koryu, the ultimate form of the Hero Fund Arcana. The Ryotori Dojima Social Link has reached its maximum level. You have mastered the Ryotori Dojima Social Link. Your power to create personas of the Hero Fund Arcana has reached its maximum. Dragonel Maxi has forged a band that cannot be broken. By mastering the Hero Fund Social Link, you can now fuse Koryu, the Almighty Garden. Wait, I said! Oh, damn it, he's still after us! What the... Hey, that's... You there! What's wrong? Detective Dojima? I'm sorry to bother you while you're off duty. Now don't sweat it. Who are they? Oh, it's that group of juvie thieves. You know, the one that's been the talk of the town? Thieves? Those punks. Dad, are you going? Yeah. Arresting the bad guys is my... I mean, your father's job. Sorry, but take care of Nanako. Yeah. Don't you know who I am? I'm Detective Dojima of the Inaba PD. Feared by punks and thugs citywide. Don't you two worry about me. Head on home, okay? All right, stop right there, you punks! Go get him, Dad! He's so cool. Let's go home. I need to get the bath ready. Oh, and let's make a late night snack. I'm hungry. Die Geschichten von ihr werden auch immer merkwürdiger. So, nein, aktuell kann ich niemandem von euch sagen, was ich machen will. Sakis Bruder. Ich sag auch immer Sakis Bruder, weil der Essling halt heißt.
Naoko, wir kümmern uns noch um dich, aber erstmal speichern wir ganz entspannt. Und jetzt suchen wir dieses blöde Mädchen, was hoffentlich auf dem Dach hier ist. Da ist dieses dumme Vibesbild. You need to turn out, apologize to her. Ach, was machen wir denn? Allows you to gain? Ja, gut. Dann geben wir ein paar Tipps und jetzt sagst du mir sofort, dass wir die Quest erfüllt haben. Bitte, nerv mich nicht. Ja. Komm, bei dir will ich echt nichts hören. Gut. Ah, Quest erfüllt. Okay, können wir das nächste Mal, wenn es regnet, den abgeben. Aber wir sind ein bisschen hinterher. Aber alles noch im halbwegs grünen Bereich. So. Der gute Naiko wird wahrscheinlich hier wieder vor dem Alkoholladen von dem Spirituosenladen hier seiner Eltern stehen. Deswegen hier Shopping District North. Und dann schauen wir mal, ob er da hinten ist. Und da ist der Fuchs schon wieder. Na, auf die habe ich keinen Bock. Du kotzt mich an. So. S-Link aber bitte auf die nächste Stufe. Das erwarte ich jetzt schon von dir. Standard-Closer-Zone? Ich weiß es gar nicht. Dann Stufe 3 sind wir erst. Ah, Leute, Mann. Wir sind doch mindestens schon... Wir könnten locker schon 10 Level weiter drüber sein, wenn wir das nicht immer so vernachlässigen würden. Aber egal. So. Closer-Zone, dann machen wir den gleich. It's okay. Sorry. Yes. I'll see you again. You're back. So, you're home. Ja, da sind wir wieder, Dojima. Moin, moin, Nanaku. Euch allen geht's hoffentlich immer wieder gut. Okay, es ist echt traurig mit Naoki hier, weil immer wenn wir irgendwie mit ihm zusammen sind, kommen irgendwelche Frauen immer und sagen, was hast du hier schon wieder Schlimmes? Wieso verhält sich das? Ist vom Kanji. Hallo Senpai, do you like movies? They're like a new movie called Daichuka Story. And I'm just a sucker for movies about dogs. If you're going to see it, would you let me know? So I can come too? Natürlich machen wir das, Kanji. Aber jetzt müssen wir uns erstmal entspannen und ein kleines Büchlein mal wieder lesen, oder? Warte, was stand da? Shoppingprogramm? Wir haben nichts gekauft. Oh mein Gott. Ganz vergessen, Mann. Kauf uns den roten Goldfisch. Oh mein Gott, Leute. Fast hätte ich das um einer vergessen, dass ich hier was kaufen soll. Das wäre ja furchtbar gewesen. So. Schön, wir das gekauft. Und dann haben wir nochmal Glück gehabt. So. Gut. Und dann würde ich sagen, jetzt ist aber erstmal Zeit, wieder einen ganz entspannt ein Buch zu lesen. Was haben wir denn hier? Fortnite. Beginnerfischer haben wir schon gelesen. Expertfischer können wir noch lesen. Was haben wir hier? Witch Detective, Gentle Way, Oshawe. Ich würde sagen, wir lesen als nächstes hier Expert Fishing. Jo. Lesen wir uns ein paar Tricks durch, wie man am besten hier fischt, weil irgendwann müssen wir uns auch um das Fischen kümmern. Das ist auch irgendeine Aufgabe des Fuchses, auch wenn der Fuchs gerade für mich gestorben ist, müssen wir das irgendwann mal angehen.
Und der Unterricht ist auch wieder vorbei. Es regnet heute, aber es blitzt nicht und es stürmt nicht. Und was ist heute? Dienstag. Donnerstag. Egal. Dienstag. Entschuldigung. Wurscht. Zumindestens, das heißt natürlich... Ja, genau, wir können mit der guten Yumi reden. So, Dragon Yumiko, no, practice today. Ja, natürlich gehe ich hin und... wäre schon schön, wenn wir jetzt einfach sagen können, hey, direkt auf das nächste S-Link-Level. Dann halt nicht, meine kleine, liebe, nette Yumi. Aber wir werden trotzdem hier mit dir versuchen, auf die nächste Stufe zu kommen. Deswegen, ja... Klar, du kommst nicht und du bist schon wieder gemein, dass du schon wieder mit uns den S-Link nicht auf die nächste Stufe bringen willst. Aber das ist auch nicht so schlimm. Dann gehen wir hier nochmal zu ihr ins Krankenhaus, unterstützen sie nochmal seelisch. Aber leider können wir den S-Link nicht auf die nächste Stufe bringen. Ah, ist immer sehr nervig. Welcome back. Moin, moin, Nanako. Und wir können als Tutor arbeiten. Wenn wir schon hier dabei sind, wir müssen uns ja auch mal wieder unser Geld verdienen. Wir sind ja so arm einfach. Ich meine, wir haben nur 3 Millionen Yen. Wir sind echt voll reich. Dann können wir uns auch hier mal wieder ein bisschen was dazu verdienen und dazu der Will Deepen. Das hört sich doch auch schön an. Yo, mach mal. Like this? No kidding. Your lessons are a lot easier to understand. Take care now. Fällt euch einfach auf, dass immer Josuke gefragt wird. Es ist wurscht, was, es wird immer Josuke einfach gefragt. Das finde ich ganz großartig. Und das ist gut. Oh, ich fühle mich schlecht, wenn ich die arme Yukiko frage. Die könnte es ja nicht wissen. Ah, da frage ich lieber Josuke. Wieso mich? So gut. Okay, Persona, wir können den Hellbiker brauchen wir. Warte, schau mal. Hank brauchen wir, Sun brauchen wir, Tower brauchen wir. Hierophant brauchen wir nicht mehr. Dismiss, auch wenn ich Shisa sehr gerne mag. Kann man leider nichts tun. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal wieder Magicken holen.
My list. The hated. People who are all talk. Lying grown-ups. Keeping up appearances. Hypocrites. Myself. I hate myself. Dumbass. The light. Animals. Only cute ones, though. Like cats. Milk tea. I like lemon, too, though. Black. Blue. Gray, too. Only dark gray. And me. Jetzt fluchtieren schon wieder an. Ach, komm, die sind doch kein schönes. Es ist immer schön, deine Dinge hier zu lesen. So, Gencompedium. Register. Nein, nicht Register. View Compedium. Ich brauche einen Magic in Arcana und diesmal kaufen wir uns schon starken. Was will ich denn machen? Ah ja, den da. Na, der sieht nicht so cool aus. Ich will ja auch einen coolen Arcana. Na, der sieht auch nicht. Also, Magic in Arcana sind schon echt nicht so cool. Außer Power Jack. Doch, Power Jack. Power Jack und Jack Frost sind cool. Die sehen auch richtig schön aus. So, dann nehmen wir Power Jack. Der sieht so schön diabolisch aus. Im Anime war der auch mal zu sehen in der einen Folge da. Welche Folge war denn das nochmal? Da, wo sie das erste Mal, wo sie gegen Yukikos Schatten kämpfen. Da kommt auch Power Jack. So, es regnet. Wir könnten theoretisch heute den Fall beim Fuchs abgeben. Aber das ist auch was, was ich unbedingt nicht vergessen darf, was wir machen müssen. Wir wollen ja alles machen. Und dafür müssen wir auch nochmal wieder unsere Rundreise mit unserem Motorbike machen. Das haben wir heute auch noch nicht gemacht. Und da müssen wir insgesamt ja 6 Fahrten machen. Und ich glaube, hier, die Nachbarschaft haben wir es ja schon gemacht, aber unsere langen Reisen haben wir noch nicht gemacht. Deswegen fahren wir da mal hin. Fahren wir einfach mal ein bisschen durch die Gegend cruisen. Das ist eh viel cooler, als mit dem blöden Fuchs zu reden. Ah, und schauen uns hier die schönen Ebenen an. Es regnet übrigens schon seit einigen Tagen, das heißt, ein gutes Zeichen, dass mal wieder hier der gute Nebel kommt und vielleicht, ja, Naoto mal wieder aufsteht. So, schauen wir mal. You're able to make it to the beach. Your courage has increased. You can now travel to Shirishi Beach. Das ist aber schön. What do you swim? Oh, swim. Schwimmen wir. You want to spend the time swimming? Yeah. Are you really going to swim in this weather? Yeah. Das war the bad weather. You went swimming alone. Your courage has increased. And you try to swim even in the weather like this. Your understanding has increased. Bei minus 5 Grad im strömenden Regen. And now the weather. The week ended on a wet note as rain clouds moved into the area. As a result, a thick fog is expected to form in the Inaba region later tonight. Der gute Fog, der Nebel kommt wieder und das heißt natürlich, heute ist das letzte Event. Oh, wir haben unser schönes Paket bekommen. Das heißt natürlich hier, heute wäre unser letzter Tag, um Naoto zu retten. Zum Glück haben wir ihn schon gerettet und nun machen wir erstmal einen kleinen Cut beim nächsten Mal. Also erstmal heute Abend schauen wir dann nochmal in den Midnight Channel rein und hoffen, dass wir keinen Naoto dort sehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier mit Persona 4 Golden. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao!